Herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Rahmen unserer Selbsterkenntnisreise. Wenn Sie ab und zu so Rauchschwaden hier reinziehen sehen, bitte nicht erschrecken. Ich habe passend zu dem heutigen Thema hier ein Räucherstäbchen angezündet. Dann steht hier eine Klangschale, die ich gleich mal anklingen lasse. Und zwar ist es der Klang Jupiters. Jupiter repräsentiert übrigens den Guru. Dann steht hier auch eine Kerze. Und so haben wir die Rahmenbedingungen, die wir jetzt brauchen, um uns mit diesem so bedeutungsvollen Thema des Gurus anhand ihres vedischen Horoskops etwas näher beschäftigen zu können. Im Jahr 2020 beobachten wir alle große Veränderungen in der Welt. Und wenn große Veränderungen geschehen, dann ist die automatische Folge, dass wir Menschen mehr Fragen haben, uns bemühen, Vorbilder zu finden, vollendete oder kompetente spirituelle Persönlichkeiten, Weisheitslehrer, Propheten, Gurus, vielleicht auch Astrologen, die uns helfen können, unseren Pfad zu erhellen. Damit wir wissen, was hat das mit mir zu tun, was aktuell geschieht, wie komme ich weiter jetzt auf meinen Weg und was bedeutet das für mich, was muss ich tun, um mein Leben mehr lichtwärts zu dirigieren, etc., etc., etc. Und ein Guru aus Sicht der vedischen Tradition ist eben jemand, der Licht ins Leben bringt, ist ein Lichtbringer. Und dort, wo Licht ins Leben kommt, ja, da sehen wir unseren Weg klar vor uns. Wir wissen, warum wir hier sind. Wir wissen, was wir zu tun haben und wir wissen auch, wo wir in Zukunft hin wollen. Der Guru wird deswegen als etwas ganz, ganz Wichtiges im Leben eines Menschen angesehen und wird deshalb dem günstigsten Haus der 12 Häuser des vedischen Horoskops zugeordnet. Das ist das 9. Haus. Das 9. Haus ist das größte oder wichtigste Dharma-Haus und so wollen wir uns etwas mehr über dieses 9. Haus, was auch für den Guru steht, unterhalten. Und dann verstehen wir auch vor diesem Hintergrund, warum das 9. Haus auch dem Guru zugeordnet wird. Das 9. Haus steht nämlich auch für Gott selbst oder die göttliche Gnade. Damit ist das 9. Haus in Ihrem Horoskop das günstigste Haus, das Sie haben. Und so wünschen wir uns selbstverständlich, dass das 9. Haus in guter Qualität ist, denn es zeigt an, dass Sie auch ein gutes Schicksal haben in dieser Inkarnation. Warum ist jetzt aber das 9. Haus so wichtig oder was können wir lernen, wenn wir uns mehr mit dem 9. Haus beschäftigen? Das 9. Haus steht für die Glückseligkeit. Es steht für den Sinn im Leben. Es steht für gutes Schicksal. Es steht dafür, dass wir ja, unser Dharma erfüllen können. Alles Dinge, die dazu führen, dass es uns höchstmöglich gut geht. Die Frage ist nun, welche weiteren Bedeutungen hat denn das 9. Haus? Denn wenn wir diese kennen, dann wissen wir, welche Themen uns auch dabei helfen können, um diese wünschenswerten Zustände, über die ich gerade gesprochen habe, bekommen zu können. Ja? Nun, das 9. Haus von seiner Bedeutung her steht auch für die Regeln, nach denen wir leben wollen. Das bedeutet,
Es ist schon mal wichtig, zu einer Gesinnung zu kommen im Leben, dass es eine höhere Ordnung gibt, der wir uns unterwerfen sollten. Damit meine ich zum Beispiel die natürliche Ordnung oder die kosmische Ordnung, oder die absolute Wahrheit, wenn Sie so wollen. Ja? Oder die göttlichen Gesetze. Das heißt, bereits dann, wenn ein Mensch beginnt zu akzeptieren, dass es eine Autorität gibt, die größer ist als wie man selbst, bereits dann beschreitet der Mensch den Pfad in Richtung von mehr Erfüllung und Glück, neuntes Haus. Oder das neunte Haus steht auch für die Tradition und für den Vater. Das bedeutet, es ist ein gutes Karma oder ein gutes Schicksal, wenn der Vater dem Kind hilft, also jetzt der Person, über dessen Horoskop wir sprechen, früh in der eigenen Kultur, in der eigenen Tradition zum Glauben zu finden, weil der Vater ihm ein religiöses Leben vorlebt. Das neunte Haus steht selbstverständlich auch für die elterliche Erziehung und so sollte auch die elterliche Erziehung davon geprägt sein, einem Kind möglichst früh, ja, ohne Dogmatismus, ohne Zwang, sondern durch Vorbild, ein gottbewusstes Leben vermitteln zu können. Dies wird als gutes Schicksal angesehen oder dient dazu eben auf dem Pfad der höchsten Erfüllung in diese Richtung gelangen zu können. Oder das neunte Haus steht für Moral und Ethik. Das bedeutet, wenn Sie zu mehr Erfüllung und Lebensfreude und Glückseligkeit und Verständnis im Leben gelangen wollen, dann kann Ihnen dabei helfen, dadurch, dass Sie sich mit den Inhalten von Moral und Ethik beschäftigen, wie Sie zu dieser höheren Qualität des Lebens kommen. Oder Philosophie. Die Philosophie ist sozusagen die Auseinandersetzung oder mit der Wahrheitssuche. Und indem Sie sich für die Wahrheit interessieren, die Wahrheit finden wollen, worin die Wahrheit besteht, weil es gibt absolute Wahrheiten, werden Sie zu einem glücklicheren Leben gelangen können. Und somit verstehen wir auch, warum Moral und Ethik auch dem neunten Haus zugeordnet werden. Sie erkennen jetzt schon, worauf ich hinaus möchte. Die Themen, für die das neunte Haus steht, sind letztlich alle unser Guru. Denn sie helfen uns, ein gottgefälliges Leben zu führen. Und umso mehr wir zu einem gottgefälligen Leben uns hin entwickeln, sei es durch einen guten Einfluss des Vaters oder durch eine gute elterliche Erziehung oder weil wir uns mit Moral und Ethik beschäftigen oder weil wir uns mit Philosophie beschäftigen oder weil es der göttlichen Gnade entspringt und, und. Umso mehr kommen wir zur höchsten Erfüllung im Leben, denn die höchste Erfüllung ist das neunte Haus, das ist die absolute Glückseligkeit. Es gibt kein günstigeres Haus als wie das neunte. Und wir können zwar denken, wir brauchen das irgendwie anders, ja. Wir sagen, ja, für mich ist das so, dass meinetwegen nur durch die Partnerschaft das Glück in mein Leben kommen kann. Das ist verständlich, wenn man vielleicht so denken will und auch menschlich und vielleicht entspringt es eben natürlich im Moment ihren Gedanken. Aber wir müssen immer sehen, Moment mal, der Partner kann sterben, eine Beziehung kann zu Ende gehen und. Ja? Es ist hier ja nichts von Bestand. Wir brauchen auch etwas, wo wir unsere Seele dauerhaft nähren können. Und das sind wir bei den Themen des neunten Hauses.
Wofür steht noch das neunte Haus? Das neunte Haus steht auch für die Reisen an heilige Orte oder für Pilgertouren. Das sind auch Methoden, die uns inspirieren können, mit Gleichgesinnten zusammenbringen können, um dadurch Nahrung für die Seele zu bekommen. Das neunte Haus steht aber auch für die Selbsterkenntnis. Das bedeutet, indem wir Selbsterforschung betreiben, die Frage stellen, wer sind wir? Was ist das Selbst? Ja? Was ist der Sinn des Lebens? Und so weiter und so fort. Also Selbsterforschung betreiben. Auch dadurch begeben wir uns auf den Pfad der höchsten Glückseligkeit. Und das neunte Haus hat auch viel mit Schicksal zu tun. Und im vedischen Verständnis wird es als besonders gutes Schicksal gesehen, wenn man sogar irgendwann im Leben einen kompetenten spirituellen Lehrer annimmt, einen Guru, was aber auch wieder damit zu tun hat, wie der jeweilige karmische Hintergrund ist. Ja? Wenn wir da ein bisschen studieren, dann sehen wir auch, dass dies ein scheinbar zeitloses Gesetz ist, weil auch andere große, sogar große religiöse Persönlichkeiten, ja, ihre Kompetenz von ihrem Guru, also ihrem spirituellen Lehrer, übertragen bekommen haben. Hier, wenn ich jetzt zum Beispiel mal Rama Krishna nehme, er hat das Licht weitergegeben an Swami Vivekananda, oder ich nehme mal Jesus Christus, er hat sich von Johannes dem Täufer am Jordan initiieren oder taufen lassen. Ja? Oder hier zum Beispiel sehen Sie Guru Nanak. Auch er wurde initiiert durch seinen Vorgänger, durch seinen Guru. Das war der heilige Kabir. Etc. etc. Und das, was für diese großen Seelen schon zutrifft, trifft, warum sollte das nicht erst recht auf uns normale Menschen zutreffen? Das bedeutet, einen entsprechenden spirituellen Lehrer zu haben, ist auch eine günstige Fügung, die durch das neunte Haus angezeigt wird. Ja? Das neunte Haus steht aber auch für die heiligen Schriften, denn auch diese können uns helfen, auf den Pfad zu kommen in Richtung höchster Erfüllung. Und somit kann auch ein heiliges Buch, ja, oder eine spirituelle Schrift für uns erstmal ein Guru sein, ehe wir uns durch einen spirituellen Lehrer initiieren lassen oder in eine gewisse, ich sage jetzt mal, Glaubensrichtung gehen. Die Fähigkeit, ja, des neunten Hauses hat nämlich auch damit zu tun, sich für etwas zu entscheiden. Und mit Entscheiden für etwas, das hat auch was mit Opfern zu tun. Ich darf das an einem Beispiel erklären. Das neunte Haus steht auch für die Ehe. Und wenn ich mich für die Ehe entscheide, ja, dann entscheide ich mich auch, dass es keine zusätzlichen Beziehungen gibt, ja, neben meiner Ehe. Das ist einfach so. Das heißt, ich muss mir auch klar sein, zu verzichten und zu opfern. Und immer dann, wenn mein Pfad schmaler wird, ja, dann komme ich mehr voran, weil ich auch bereit bin, andere Dinge loszulassen oder zu verzichten. Und somit sehen Sie, dass die Fähigkeit zu akzeptieren, dass es Regeln gibt, dass es auch gilt, etwas zu opfern und loszulassen, etwas ist, ja, was uns dann gottesfürchtiger werden lässt oder uns auch hilft, ja, mehr unserer höheren Macht uns anzuvertrauen. Insofern ist auch sehr interessant, dass in der vedischen Tradition zwischen einem echten Guru, muss man vielleicht betonen, weil es sind natürlich auch viele sogenannte Gurus unterwegs, die nur an dem Geldbeutel ihrer Schüler Interesse haben, das gibt es halt leider auch. Aber zwischen Guru und Gott
wird aus Sicht der Veden kein Unterschied gemacht. Denn im Guru wird der Gott verwirklichte, in ihm wird ein Gott verwirklichter Mensch gesehen. Und so wünscht man sich im Horoskop ein sehr gutes neuntes Haus oder macht es sehr viel Sinn, sich mit dem neunten Haus zu beschäftigen, weil wenn Sie Ihr neuntes Haus im vedischen Horoskop studieren in der Tiefe, und da kann man Tage, Wochen und Monate und Jahre zubringen, das immer mehr zu verstehen, ja, was ja auch Teil des Studiums der vedischen Astrologie ausmacht, was Sie bei mir ja machen können, dann wird einem immer klarer, von woher das größte Glück im Leben kommen kann, von woher Ihr Lichtbringer, Ihr Guru kommen kann. Und es ist auch nicht so, dass wir sagen können, ja, wir finden den Guru, wir müssen nur alles absuchen oder so. Die Veden sagen hier ganz klar, dass nicht der Mensch den Guru erwählt, sondern Gott oder der Guru erwählt den Menschen auf der Basis eben, wie sehr die Sehnsucht in diesem Menschen bereits vorhanden ist. Und somit ist das Bedürfnis nach Suche nur die Voraussetzung, aber es geht also andersrum, dass, das sagen die Mystiker eben so, dass Gott oder der Guru den Menschen wählt, den Schüler wählt. Das muss auch so sein, das neunte Haus ist nämlich ein Haus, wo die Dinge leicht kommen wollen, ohne Anstrengung, ohne sich dafür abplagen zu müssen und die etwas mit dem günstigen Schicksal zu tun haben. Ja? Und wir alle wünschen uns ja ein gutes Schicksal, ein leichteres Leben, ein sinnvolles Leben, ein, ein erhebendes Leben, ein Leben, wo wir verstehen, ja, wo wir getragen sind von einem höheren Verständnis, warum die Dinge so sind, wie sie sind, selbst auch in Zeiten der Not, dass wir verankert sind in unserem Glauben oder eben unseren Guru, unseren Glauben oder Gott in unserem Herzen behalten können, sodass egal was im Außen geschieht, wir stabil und im Urvertrauen ins Leben dahin durchmarschieren können. Das wünschen wir uns. Und dafür ist das neunte Haus ein wichtiger Indikator, sich mit dem zu beschäftigen, weil indem Sie das neunte Haus in Ihrem vedischen Horoskop studieren, können Sie nun Informationen darüber bekommen, welche Prozesse, welche Bedeutungen bei Ihnen jetzt bezogen auf das neunte Haus in Ihrem Leben eine Rolle spielen werden, um den gottgefälligen Pfad einschlagen zu können, um erkennen zu können, wie Ihre spirituelle Erhebung, Ihr dharmisches Wachstum, Ihre Erfüllung mehr zustande kommen kann. Ich möchte mal dazu ein paar Beispiele geben, was so Hinweise sind. Ich kann natürlich unmöglich alle Konstellationen nennen, kann ich Sie nur mal auf ein paar Grundgedanken eben aufmerksam machen. Nur als Beispiel. Sagen wir, Sie haben in Ihrem neunten Haus den Rahu stehen. Dann kann das ein Hinweis sein, dass die Lehre, nach der Sie leben wollen, oder den Guru, den Sie annehmen wollen, aus dem Ausland kommt. Okay? Anderes Beispiel. Sagen wir, in Ihrem neunten Haus, ja, steht beispielsweise der Mond. Dann kann dies bedeuten, dass Ihr dharmisches Wachstum, Ihr Weg zu Sinn und Erfüllung dadurch zustande kommt, weil Sie meditieren. Ja, Mond steht für Meditation. Oder, noch ein ganz anderes Beispiel, Sie haben im neunten Haus, sagen wir, den Saturn stehen. Ja? Dann kann es ein Hinweis sein, dass Ihre Sinnfindung
und ihre Glaubensvertiefung dadurch zustande kommt, indem sie sich mit Yoga beschäftigen. Damit meine ich aber nicht primär die körperlichen Übungen, sondern mehr das geistige Yoga. Oder sie haben den Herrscher des neunten Hauses, ja, das neunte Haus steht ja eben, das ist das höchste Dharma-Haus, haben wir jetzt gerade gesprochen, steht auch für den Guru, steht aber auch für die höchste Wahrheit. Von mir aus, dieser Herrscher des neunten Hauses steht im zwölften Haus. Dann bedeutet das, sie werden ihren Guru finden, weit weg vom Geburtsort, zwölftes Haus, oder sie werden ihre höchste Wahrheit oder ihren Sinn oder ihren Guru oder ihr Glück finden durch Meditation, zwölftes Haus. Oder anderes Beispiel, sagen wir, der Herrscher des neunten Hauses steht im siebten Haus, dann kann das darauf hinweisen, dass sie durch ihren Lebenspartner oder ihren Beziehungspartner oder Partnerin inspiriert werden oder den Weg einschlagen können, wie sie zum höchsten Glück finden oder einen Guru finden, sprich zu den Füßen eines Gurus finden oder zu entsprechenden Texten gelangen können. Sie sehen, die Konstellationen sind unendlich und es ist sowas von lohnend, das neunte Haus zu studieren. Aber unabhängig davon, wie leicht es Ihnen nun fällt, Ihr neuntes Haus zu analysieren, ist es immer richtig, sich Themen des neunten Hauses herauszupicken und die mehr in das Leben zu integrieren. Als Beispiel, das neunte Haus steht auch für die höheren Ideale des Lebens. Toleranz, Wahrhaftigkeit und all diese Dinge, diese Tugenden, ja. Wenn wir die studieren anhand großer Seelen, was ja zum Beispiel durch Gurus geschieht, wenn sie kompetent sind, dann werden wir daraus lernen und unsere Seele wird es erkennen und wir werden versuchen, dies in unserer Persönlichkeit zu integrieren, ja. Sie sehen also, es ist so wertvoll, ja, sich mit dem neunten Haus zu beschäftigen. Oder Sie nehmen wir das Thema der Heiligen Schriften, wofür auch das neunte Haus steht. Wir sind ja sehr begütert, weil heute im Jahr 2020, ja, haben wir mittlerweile vor 2500 Jahren in etwa kamen die Schriften von Buddha, vor ungefähr 2000 Jahren die Bibel. Dann vor ungefähr 1500 Jahren, jetzt ganz grob gesagt, der Koran. Dann haben wir ja aus dem 16. Jahrhundert nach Christus die religiösen Schriften der Sikh, der jüngsten Weltreligion und. Und so sind wir sehr gesegnet mit sehr wertvollen spirituellen Schriften. Was aber nicht bedeutet, dass wir die kritiklos übernehmen sollen und denken sollen, dass jedes Wort darin die absolute Wahrheit ist. Wir müssen immer selber überprüfen und uns nie blind irgendwelchen Buchtexten unterwerfen, sondern das neunte Haus, ja, kann uns eben in der Form dann helfen, in Form der Heiligen Schriften, uns mehr auf den Weg zu bringen. Uns auch darüber zu reflektieren, wo wir in unserer eigenen Entwicklung bezüglich Tugenden und höheren Idealen stehen. Steht meinetwegen im neunten Haus der Jupiter, was eine sehr gute Position ist, dann wäre das auch ein Hinweis darauf, dass Ihr Weg in Richtung Sinnfindung und Glückseligkeit, neuntes Haus, durch einen Guru, Jupiter, oder durch Weisheitslehren, ne, Jupiter, zustande kommt. Sie sehen, das neunte Haus ist so, so wichtig. Und wenn Ihr neuntes Haus aber verletzt ist, ja, weil der Herrscher des neunten Hauses an einem ungünstigen Platz steht, im sechsten, achten oder zwölften Haus, oder weil im neunten Haus schwache Planeten stehen, die das neunte Haus verletzen, dann wissen Sie, dass eben in Ihrem vergangenen Leben ein paar Dinge schräg gelaufen sind, wodurch jetzt Ihr Dharma, Ihr Schicksal eingeschränkt ist oder schwieriger ist und es jetzt darum geht, aus den Rückwirkungen zu lernen, ja, was wirklich Wahrheit ist, was
ein ethisches Verhalten gewesen wäre in dieser Situation, um es künftig besser zu machen. Und deswegen sind wir ja hier. Und das vedische Horoskop, wenn Sie dies studieren oder wenn Sie die vedische Astrologie erlernen, dann studieren Sie ja primär anhand des eigenen Horoskops, zeigt Ihnen im Laufe der Monate und Jahre immer deutlicher, wo Sie stehen auf Ihrer Reise durch Raum und Zeit und warum Sie hier sind, was es gilt zu verändern, damit Sie den Boden vorbereiten für ein besseres Heute, für ein besseres Morgen und ein für besseres Übermorgen. Und so darf ich Sie einladen, dass Sie ja die Möglichkeit haben, die vedische Astrologie an meiner Online-Schule gerne erlernen zu können. Dafür gibt es jetzt auch besonders günstige Möglichkeiten für Sie als Teilnehmer der Selbsterkenntnisreise. Und zwar, wenn Sie sich eintragen in meinen Verteiler für meinen Newsletter, der in der Regel einmal monatlich erscheint, dann bekommen Sie als Dankeschön ein rabattiertes Angebot, um an der Schule starten zu können. Wenn Sie nicht an der Schule starten wollen, dann ist aber die Registrierung im Newsletter trotzdem interessant, weil Sie ja darin auch so Techniken, wie ich sie hier vorstelle, aktuelle Veranstaltungen, Vorhersagen über die Weltereignisse, die aktuelle Zeitqualität, die Deutung der Horoskope von Prominenten und vieles, vieles mehr gratis jeden Monat automatisch mitgeteilt bekommen. Dazu ist unterhalb dieses Videos, wie gesagt, auch dieser Link. Ja, ich hoffe, ich konnte Sie ein bisschen inspirieren und motivieren, sich mit diesen großen Bedeutungen des 9. Hauses mehr beschäftigen zu wollen, um dadurch eine Idee zu bekommen, was Sie mehr gerade in dieser Zeit in Richtung Licht, Erfüllung, Verankerung, Stabilität, Hoffnung, Freude und Glückseligkeit geleiten kann. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jetzt im nächsten Video kommt wieder die Bruni dran. Bis bald, beziehungsweise bis dahin.